Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Guten Tag. Heute bin ich nach langer Zeit mal wieder mit Eduard zusammen in einem Video zu sehen. Und nach einer halben Ewigkeit gibt es endlich mal wieder ein Monatsfavoriten-Video. Vielleicht einmal kurz zur Rechtfertigung. Es hat sich eine drängende Aufgabe dazwischen geschoben und die musste dringend bewältigt werden, bevor ich dann die Bücher dann rezensieren konnte, und deshalb hat sich das ein bisschen angestaut. Und Eduard hat mir auch ein bisschen geholfen mit einem Buch, deshalb ist er heute in diesem Monatsfavoriten-Video mit dabei. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie diesen Kanal und aktivieren Sie auch die Glocke, um keine weiteren Videos von Max Strauss zu verpassen. Heute geht es um drei Bücher, die wir Ihnen gleich vorstellen werden. Seien Sie gespannt, es geht um die folgenden Bücher. Das erste Buch, das wir Ihnen vorstellen wollen, ist ein Sammelband. Und zwar dieses kleine Heftchen, dieser kleine, dünne Band, den ich Ihnen schon vor etwas längerer Zeit in einem Video zitiert hatte. Und zwar von Markus Graulich herausgegeben, Katechese und die Herausforderungen heute. Erschienen im FE Medien Verlag, im letzten Jahr, 2021. Was ist das für ein Band? Das ist ein Tagungsband sozusagen. Es fand ein Symposium statt zu dem Thema Katechese natürlich. Welche Rolle spielt die Katechese? Am 4. Juni 2021 im Augustinianum in Rom. Und dort wurden verschiedene Themen, zu diesem Thema verschiedene Vorträge gehalten. Und diese Vorträge sind als Kapitel nun in diesem Band erschienen. Markus Graulich, der Herausgeber dieses Bandes, ist Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts an der Päpstlichen Universität der Salesianer in Rom. Er ist auch Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Und er ist nicht der einzige Salesianer, denn auch Stefan Oster hat einen Beitrag in diesem Band, also hat einen Vortrag gehalten, dementsprechend einen Beitrag in diesem Band. Er ist ja nicht nur Bischof von Passau, sondern er ist auch von Haus aus Dogmatiker, und zwar Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte gewesen. In Benediktbeuern hatte er seinen Lehrstuhl bis 2013, und dann im Jahr darauf ist er Bischof von Passau geworden. Ansonsten gibt es auch Beiträge von Marianne Schlosser, die ich sehr schätze, wie Sie mittlerweile auch vielleicht hier und da mitbekommen haben. Und sie ist Professorin für Theologie der Spiritualität, und zwar in Wien an der Universität, an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Und aus ihrem Beitrag hatte ich etwas zitiert als Impuls für die Katechese. Sie hatte nämlich Edith Stein zitiert, unter anderem. Ansonsten hat Markus Graulich selbst auch einen Vortrag gehalten, und Kardinal Koch und auch Kardinal Eyck von Utrecht, genau, Erzbischof von Utrecht. Thebats van Elst hat auch einen Beitrag, und zwar spricht er über die neuesten Direktorien. Ich werde Ihnen gleich nochmal sagen, wie das Ganze strukturiert ist, zu welchem Thema einen Vortrag gehalten hat. Und Bischof Thebats van Elst war ja Bischof von Limburg. Sie haben ja mitbekommen, wie unehrenhaft er gegangen ist. Zu dieser ganzen Geschichte werde ich mich jetzt nicht äußern, wie ich das sehe oder so. Ich will kein Fass aufmachen. Und er ist mittlerweile Delegat im Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung in Rom. Dann gibt es noch einen Beitrag von einem Bioethiker,
der also Priester und Bioethiker ist, so. Dr. Theol, Doktor in Bioethik. Ralf Weimann. Und er ist Professor an der Päpstlichen Universität vom Heiligen Thomas von Aquin und an der Päpstlichen Hochschule Regina Apostolorum. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden unterschlagen. Das waren die Referenten dieses Symposions damals. Es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, die Katechese, denn ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich eine tote Katechese im deutschsprachigen Raum haben, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Wir sehen das an dem Beitrag von Kardinal Eick, denn er spricht aus Sicht eines niederländischen Geistlichen und die Niederlande sind eines der säkularsten Länder in unserem Kontinent, auf unserem. Und die Niederlande sind ja fast das säkularste Land Europas. Und da hat er natürlich einiges zu erzählen. Zunächst also, zu Anfang haben wir ein Geleitwort von Kardinal Koch. Also er übernimmt das Geleitwort so. Dann kommt der erste eigentliche Vortrag, der ist von Marianne Schlosser. Durch Katechese vertraut werden mit Gottes Offenbarung. Und sie hat da eben zwei Ansätze oder zwei Beispiele, von denen man lernen kann. Einerseits, was Edith Stein in ihren Schriften erklärt und gerade den Ordensschwestern mit auf den Weg gibt, was die sakramentale Vorbereitung anbelangt, besonders die Erstkommunion-Katechese. Und dann diesen Ansatz von Augustinus. Und da geht es, glaube ich, um den Katechumenat. Ralf Weimann hat einen sehr allgemeinen Vortrag gehalten, also von dem Titel her. Katechese, Glaubensinhalt, Methode und Lebenswirklichkeiten. Und den Vortrag fand ich besonders interessant, weil er ja nochmal eine Grundausrichtung vornimmt, worauf es eigentlich ankommt und was uns fehlt. Also sowas wie ein Fehlen von Offenbarungsverständnis und dass das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist, was ich auch so sehe, dass wir dieses Offenbarungsverständnis nicht mehr haben und dass das ein Problem ist in der ganzen Verkündigung, dass wir dann, also dass wir weg sind von diesem thomanischen Ansatz auch, dass Theologie eine Wissenschaft ist, eigentlich die höchste Wissenschaft, die nämlich im Gegensatz zu anderen Wissenschaften nicht auf empirischen Quellen beruht oder aus diesen Quellen schöpft, sondern von der göttlichen Offenbarung. Und das ist natürlich noch zuverlässiger als das, was Menschen mit menschlicher Wissenschaft und im Lichte der natürlichen Vernunft erkennen können, weil die menschliche Vernunft irrig ist. Gott und seine Offenbarung aber nicht. Und das ist uns ja komplett abhanden gekommen, so eine Einstellung. Und deshalb ist auch nicht nur die universitäre Theologie irgendwo ja, abgedriftet, nicht nur in einen radikalen Anthropozentrismus, sondern in eine, ja, man muss eigentlich schon sagen, in einen Positivismus, Naturalismus. Und somit ist alles Übernatürliche irgendwie weggefallen. Wir sehen das ganz klar auch natürlich in der Exegese, kann ich sehr viele Lieder von singen, aber auch in anderen theologischen Sektionen wird das ganz deutlich. Also er erklärt das Problem, was uns eigentlich abhanden gekommen ist und wie wir eigentlich wieder zurückfinden können. Dann kommt eben dieser Erfahrungsbericht von Kardinal Eick, Katechese in einem säkularisierten Land, und er erzählt dort wirklich Dinge, die sind schon sehr ausgeprägt, aber in abgeschwächter Form, manchmal aber auch in vergleichbarer Form, muss man leider sagen, sind das schon Zustände, die wir auch aus unserem Land kennen. Also wie Katechese funktioniert und welche Schwierigkeiten man hat, welche Hindernisse einem in den Weg gestellt werden, wenn man eine unverfälschte Glaubensvermittlung vornehmen möchte. Wie dort man erstens schon misstrauisch beäugt wird und zweitens, wie einem eigentlich in der Glaubensvermittlung eigentlich vorgegeben wird, vorgekaut wird, wie das geschehen muss. Und das ist ganz oft eine Aushöhlung des eigentlichen Glaubens zugunsten einer Wohlfühlpastoral. Und das hat dann nichts mehr mit
Also es funktioniert nicht. Es zeigt sich, es hat sich nicht bewährt, aber leider wird es weiter vorangetrieben, diese Art von Glaubensvermittlung. Und ich muss wirklich sagen, Kardinal Eyck ist schon sehr mutig, das, was er da so beschrieben hat und wie er trotz allem versucht hat, eine gute Glaubensvermittlung zu bieten und auch was er in seiner Rolle als Erzbischof von Utrecht anbietet, wie man die Menschen schulen soll, dass sie einfach auch wieder mit dem Glauben in Verbindung kommen, weil Sozialisierung im katholischen Glauben eigentlich super entscheidend ist. Bischof Thebats van Elst, die verwandelnde Kraft des Glaubens, das neue katechetische Direktorium, dort spricht er über die letzten, also überhaupt über die letzten Direktorien, die herausgegeben worden sind und wie sie auch immer zu Schlüssel, also historischen, kirchenhistorischen Schlüsselmomenten erschienen sind und ja, erklärt dort, worum es dort geht. Er strukturiert das Ganze oder hangelt sich an der Struktur des neuesten Direktoriums entlang und erklärt, worum es dort eigentlich geht. Das ist auch immer so eine Sache, sowas geht ganz oft unter. Und dann Stefan Oster, der Primat der Begegnung, Katechese und neue Evangelisierung. Und er war ja selber auch Jugendbischof jahrelang und hat dort sehr viel auch von neuen Wegen mitbekommen. Und ja, Stefan Oster ist natürlich auch selber medienwirksam durch sein Wirken. Also er hat seine eigene Internetseite, einen Blog und da natürlich auch dann noch zu nennen die sozialen Medien, in denen er sich auch immer wieder katechetisch betätigt. Das ist schon auch klar. Es ist schon deutlich, wie er zu diesem Thema steht und dass ihm dann die Freundschaft mit Christus sehr wichtig ist. Und wenn Sie das Buch mit Rudolf Gehrig gelesen haben, dann wird Ihnen das sowieso auch deutlich geworden sein, wie er eingestellt ist. Er hat sich in den letzten Jahren ja schon auch mit den Jugendverbänden beispielsweise angelegt, weil er deutlich gemacht hat, wenn etwas nicht in Ordnung war und er also befürchtete, dass die Jugend einen falschen Weg der Erneuerung einschlägt. Und demgegenüber bietet er wirklich gute Impulse. Also ich empfehle Ihnen diesen Vortrag auf jeden Fall auch. Und zum Schluss gibt es dann einen Vortrag von Markus Graulich, die Eltern, erste Katecheten ihrer Kinder. Ein Punkt, der im Katechismus der katholischen Kirche auch ganz deutlich erklärt wird. Das sind die ersten Evangelisierer des Menschen, die Eltern. Die haben die primäre Pflicht und auch das primäre Recht. Das wird hier alles auch anhand des Katechismus bzw. des Kirchenrechts, er ist ja als Kirchenrechtler sehr darauf bedacht, auch den CIC zu zitieren. Denn dort ist das natürlich auch alles zu erkennen. Und doch hangelt er sich entlang dieser Aspekte, die auch im Katechismus in dieser Reihenfolge ausdekliniert werden. Also auch, dass die Familie als Hauskirche betrachtet wird, was Johannes Paul schreibt über die Familie, wie er sich dafür eingesetzt hat, für den Schutz der Familie, aber auch andere Päpste und was die katechetische Aufgabe der Eltern ist, dass das eine Sache ist, die wir nicht komplett outsourcen können auf Kirchengemeinde oder Religionsunterricht. Also insgesamt, ich habe vieles gesagt, obwohl das nur so ein dünnes Heftchen ist, aber das ist einfach so dicht und sehr wertvoll. Ich würde sagen, besonders ein Tipp für jene, die in der Verkündigung der Kirche tätig sind und die gerne einige Impulse möchten. Ich stelle Ihnen heute folgendes Buch vor. Es geht um ein Buch von Ulrich Filler aus dem FE Medienverlag. Der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Ich habe dieses Buch in den vergangenen 2 Wochen gelesen. Es besteht aus 272 Seiten und beinhält insgesamt 8 Kapitel, 8 Hauptkapitel. Danach kommen noch so kleinere Geschichten. Bei diesem Buch kann man auf jeden Fall sagen, dass man das gut immer mal zwischendurch lesen kann. Man muss es also nicht in einem Stück lesen.
Die 8 Kapitel sind wiederum unterteilt in Unterkapitel und so kann man dieses Buch immer zwischendurch nehmen und dann mal ein paar Seiten lesen und wieder zurücklegen. In diesem Buch geht es, wie der Titel schon verrät, um die Engel, gerade aus katholischer Sicht bzw. aus christlicher Sicht. Die Engel haben ja einen eher mystischen Ruf, sage ich mal, und es ist nicht so unbedingt jedem Katholiken klar, was die Engel überhaupt zu bedeuten haben und welche Rolle die überhaupt spielen. Und in diesem Buch werden in insgesamt 8 Kapiteln alle möglichen Auftritte von Engeln aus der Bibel im Alten und im Neuen Testament eben thematisiert, einmal vorgestellt, in den Zusammenhang gebracht, in den Gesamtzusammenhang in der Bibel und eben halt auch so ein bisschen Betrachtung gehalten. Das ist auch etwas, was mir bei dem Buch auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die Zusammenhänge sehr aufgeführt werden und manchmal auch so ein bisschen abgeschweift wird vom eigentlichen Hauptthema des jeweiligen Kapitels, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Also es ist dann ja immer wichtig, auch so ein bisschen die Hintergründe zu kennen. Warum tritt dieser Engel gerade in dieser Szene auf? Was hat das zu bedeuten? Was hat das auch im Gesamtzusammenhang überhaupt für eine Bedeutung? Generell kann man sagen, dass in diesem Buch von Ulrich Filler die ersten 4 Kapitel der 8 insgesamt vorhandenen Kapitel die Hauptthemen darstellen oder die Hauptkapitel sind. Und in diesen 4 Kapiteln geht es vor allem erstmal generell um Engeldarstellungen und Engelszenerien in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Dann geht es natürlich auch um die 3 Erzengel, Raphael, Gabriel und Michael. Michael, der Engel, der stellvertretend für Gott und für das ganze Volk gegen Satan kämpft. Dann der Erzengel Gabriel, der Maria zum Beispiel die frohe Botschaft bringt oder auch mit Zacharias spricht. Und natürlich der Engel Raphael. Es werden wirklich alle Szenen aus der Bibel hier mit reingenommen. Um nur ein paar zu nennen, die Begegnung des Erzengels mit Tobit im Alten Testament oder Engel, die allgemein auch auftreten, ohne dass deren Namen genannt werden. Zum Beispiel, als das Grab Jesu leer war und die Engel mit den Frauen sprachen oder als Jakob mit dem Engel kämpfte im Alten Testament. Und es wird wirklich sehr viel auf die Hintergründe eingegangen und es werden auch Verbindungen hergestellt zwischen Altem und Neuem Testament. Was mir auch in diesem Buch sehr gut gefallen hat, es wird in diesem Buch zu Beginn auch ein wenig darauf eingegangen, was sind überhaupt die Ursprünge von Engeln in der Bibel, in der Heilsgeschichte überhaupt. Warum gibt es Engel? Was ist deren Funktion und deren Aufgabe? Was unterscheidet einen Engel von einem normalen Menschen aus katholischer Auffassung? Und vor allem auch, es wird erklärt, wie es überhaupt dazu kam, dass es eben nicht nur die guten Engel gab oder gibt, sondern dass es eben auch böse Engel gibt, Gefallene, Dämonen, Satan, Luzifer also, der also auch einst ein Engel war, sich aber gegen Gott aufgelehnt hat und so zu einem gefallenen Engel wurde und dann letztendlich bis heute gegen den Erzengel Michael oder auch gegen uns alle kämpft und uns bedrängt. Von daher, dieses Buch von Ulrich Filler, der Secret Service des lieben Gottes, ist auf jeden Fall von meiner Seite eine Empfehlung, die ich Ihnen aussprechen kann. Lesen Sie dieses Buch gerne, auch etappenweise, und dann werden Sie einen guten Gesamtüberblick bekommen über Engel in der Bibel. Als letztes Buch möchte ich Ihnen die Neuerfindung des Menschen von Susanne Hartfehl ans Herz legen. Und dieses Buch ist erschienen 2021 im Dominus Verlag. Zu Susanne Hartfehl erst einmal. Sie ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin an der Universität Bremen und sie ist auch Diplom-Sozialpädagogin. Sie hat an verschiedenen Instituten bzw. Universitäten auch schon gewirkt, unter anderem in den USA, und hat außerdem am Training Institute for Human Service Planning, Leadership and Change Agency studiert. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit gesellschaftlichen Theorien und Entwicklungen, die das Leben schwacher und benachteiligter Menschen bedrohen. Und dementsprechend haben wir hier mit diesem Werk, die Neuerfindung des Menschen, ein Kompendium,
dass alle möglichen Entwicklungen der letzten 100 Jahre ungefähr oder auch ein bisschen mehr zusammenfasst, die den Menschen bedrohen. Und ganz besonders interessant und so wie ich das auch mitbekommen habe in den Medien, wie dieses Buch dort bewertet worden ist und was dort eben besonders Resonanz findet, ist ziemlich weit hinten das Kapitel zum Thema Transhumanismus, weil das immer mehr im Kommen ist. Wir sind schon mittendrin, muss man sagen. Insgesamt finde ich, kann man dieses Buch vergleichen mit den Werken von Gabriele Kubi, die auch sehr oft zitiert wird, und von Birgit Kelle. Allerdings würde ich sagen, ist das vom journalistisch-rhetorischen her nicht ganz so vergleichbar mit Birgit Kelle beispielsweise. Da merkt man, dass sie wirklich Publizistin durch und durch ist. Und hier ist das mehr eine Person, die nüchterner formuliert. Eine Person, die wohl sehr viel von diesem wissenschaftlichen, nüchternen Duktus her inspiriert ist, beeinflusst, meine ich, von der Art der Sprache, vom Stil. Aber die Themen, die hier abgehandelt werden, sind die gängigen. Da kann es auch nicht großartig was anderes geben. Es erinnert mich auch ein bisschen an das Buch von Bernhard Meuser, Freie Liebe. Und auch dieser wird sehr oft zitiert. Vielleicht einmal zu der Struktur. Zunächst geht es um ein grundsätzliches und auch ein bisschen philosophisches Kapitel Identitätslosigkeit und Körperlichkeit, das uns eben Körperlichkeit und Identität abhanden gekommen sind. Es ist eine Art Problematisierung, die an den Anfang gestellt wird und dann geht es weiter mit der Wende, die in der Theologie, muss man sagen, eigentlich zu einem sehr verklärt wahrgenommen wird, die anthropologische Wende. In der Theologie sehen wir wirklich eine Wende irgendwann, vor einigen Jahrzehnten, von einer gottzentrierten Theologie hin zu einer anthropozentrischen, also menschenzentrierten Theologie. Und dass das natürlich auch zusammenhängt mit den Humanwissenschaften, was dort eben alles an Entwicklungen gleichzeitig eben vorherrschte und auch die Philosophie, was dort alles einfach gerade sich mit der Theologie gegenseitig durchdrungen hat. Und dort geht es dann natürlich um das Sexualverhalten des Menschen, um die Sexualität generell, wie sie dadurch auch sich verändert hat, wie man sie sieht, wie man sie bewertet. Also weg von einem Selbstverständnis als Geschöpf Gottes hin zu einem identitätslosen und einem identitätslosen Wesen, das einen defizitären Körper hat und deshalb optimiert werden muss. Dann natürlich das Thema genderfluide Rohmasse, dass diese Dualität von Mann und Frau verschwunden ist, das personale Erkennen und Mitwirken am göttlichen Schöpfungswerk verschwindet und stattdessen Freizeitvergnügen, Gesellschaftsspiel und käufliche Dienstleistung, das also an diese Stelle gerückt ist, dass natürlich die Bedeutung der Ehe geschwunden ist als lebenslanger Bund hin zu einer temporären Lebensgemeinschaft. Und so geht es dann auch weiter, was dann den Nachwuchs anbelangt, dass man dort dann nicht mehr zum Mitwirker der Schöpfung wird und dass Gott überlässt sozusagen, sich von Gott beschenken lässt, sondern dass man plant, dass man diese ganzen medizinethischen Themen und wie dann natürlich auch die Interaktion ist innerhalb der Familie, was überhaupt Familie bedeutet, was Familie ist und so weiter und so fort. Und dann geht sie weiter mit Lebenswirklichkeiten. Dann dekliniert sie das einzeln durch, was es an problematischen Entwicklungen gibt, zum Thema Verhütung. Und also da werden die ganzen menschlichen Abgründe auch genannt. Viel Gebrauch des Körpers, Degradierung des Menschen, Menschenhandel, Menschenkauf, Menschenverkauf, Töten und Lebensverkürzung, Verdinglichung des Menschen, diese ganzen Dinge, Menschenhandel, Sklaverei im 21. Jahrhundert. Man merkt, dass Hartfield kein Blatt vor den Mund nimmt. Also man merkt schon durchaus manchmal drastische Worte. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, dass sie eher nüchterner schreibt, in einem eher wissenschaftlichen Stil, heißt es nicht, dass
dass publizistische Kunstwerke, die also sprachlich ausgefeilt sind bis zum Gehtnichtmehr, nicht wissenschaftlich seien. Und auch umgekehrt, dass Frau Hartwiel überhaupt gar nicht sich bemüht um eine blumige Sprache. Blumig ist vielleicht ein bisschen negativ konnotiert. Ich sag mal, dass sie auch durchaus Bilder und Wortspiele und Wendungen und so weiter verwendet, die das Ganze ein bisschen auflockern. So ist es nicht. Aber insgesamt doch nüchterner ist. Sie dekliniert auch weitere Dinge aus, also zum Beispiel die Auflösung der Familien, was das genau bedeutet. Dann das Thema Kind. Wie kommt man an ein Kind, wie das immer mehr abgekoppelt wird vom eigentlichen Akt? Und auch das Thema Grund- und Menschenrechte, sehr interessant, weil sich das rechtlich natürlich auch auswirkt, dieser ganze Wandel. Und schließlich dann das große Thema Transhumanismus oder die Selbsterlösung der Menschheit. Im Grunde, und das sagt sie an vielen Stellen und man merkt das auch an den Zitaten, die sie einbringt, hat die Kirche und auch also einzelne Vertreter der Kirche immer wieder erkannt, und nicht nur die Kirche, auch Philosophen und Soziologen und wer auch immer, der diese Dinge mit Sorge beobachtet, dass es im Grunde der Versuch ist, sich selbst Erlösung zu machen und ein Paradies zu schaffen ohne Gott. Den Menschen zu optimieren, ihn unsterblich sogar zu machen, da steckt diese Sehnsucht nach Erlösung drin, nach Versöhnung. Weil es auch darum geht, zum Beispiel die Tiere so zu optimieren von ihrem Erbgut her. Es geht da sogar um Tierrechte, um Mensch-Tier-Verhältnis, um Mensch-Tier-Mischwesen. Das ist alles schon längst, das ist ja schon da, ne? Das gibt es schon. Dass man Tiere von Karnivoren zu Hermivoren, Lebewesen wandeln möchte, durch die Veränderung des Erbguts, dass sie kein Fleisch mehr fressen. Man möchte sogar die Ernährungskette ändern. All diese Dinge, die wir lesen, zum Beispiel bei Jesaja in der Friedensvision, das ist der vorsündliche Zustand. Aber das ist etwas, das Gott schaffen wird, das Gott herbeiführen wird. Nicht der Mensch. Der Mensch kann das nicht von sich aus. Und solche Entwicklungen sieht man wunderbar jetzt bei diesen ganzen Versuchen, die man dem Transhumanismus zuschreibt. Oder Postgenderismus und wie das alles heißt. Also ist ein sehr interessantes Feld, schauen Sie sich das gerne an. Und dann bietet sie natürlich auch zum Schluss, nachdem sie einfach die ganzen menschlichen Abgründe und die ganze Situation, das drastische Ausmaß unserer Zeit geschildert hat, einen Lösungsansatz oder wie wir eigentlich wegkommen können davon. Und das ist natürlich auch gut und auch ein bisschen, also es erfüllt einen schon mit Hoffnung, wenn man zumindest solche Dinge lesen kann, dass es also nicht mit diesen Abgründen endet, sondern es auch einen Problemlösungsansatz gibt, zumindest am Ende formuliert wird. So viel zu diesem Buch von Susanne Hartwiel. Auch hier eine dicke Empfehlung, vor allem wenn Sie die Bücher von Birgit Kelle, von Bernhard Meuser, von Gabriele Kubi und natürlich auch die Bücher von Manfred Spieker, denn er wird hier sehr oft auch zitiert. Allerdings nicht nur seine Bücher, sondern auch Artikel und so. Aber er hat natürlich auch zum Beispiel ein Buch zu Gender oder so verfasst. Oder das Buch über Abtreibung, Kirche und Abtreibung in Deutschland. Das Buch habe ich Ihnen mal sogar auch rezensiert vor einiger Zeit. Also auch diese Bücher, wenn Sie diese Bücher gerne lesen oder gerne lesen würden in Zukunft, dann ist das auf jeden Fall das Buch von Susanne Hartwiel auch sehr lesenswert und interessant für Sie. Das war's mit unserem kleinen, aber feinen Video. Vielleicht ist das ein oder andere lesenswerte Buch für Sie mit dabei. Es wird in nicht allzu ferner Zukunft wieder ein Monatsfavoritenvideo geben, weil ich einfach viel nachholen muss an Lesestoff. Die ISBN-Nummern, die Informationen zu den ganzen Verlagen und so, wie immer, gibt es in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Video wünschen wir Ihnen alles Gute. Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und geschützt. Machen Sie es gut.